Hallo zusammen, hier ist der Metals noch nichts, damit aber noch Folge 11, Bau den Trabant. Ja, wir fangen einfach mal an. Wir haben ja zu tun heute mit der Instrumententafel und mit dem Tau. Behalterungen sind festzuschrauben und wir schauen uns auch gleich die Bilder an. Da haben wir hier einen grauen Trabant mit Anhänger. Alles klar, gelungen, wunderbar. was im Kopf rumgeht, ist einfach, mach Balkengehäuse dran, fahr nach Griechenland. Oh, ja, ich weiß genau, jetzt geht's los. Jetzt geht's los in den Kommentaren. Kann ich mir vorstellen. Das dagegen, das ist Geschichte pur. Wie gesagt, der Erfinder des Wohnwagens, der hat wirklich einiges so hinter sich gehabt, zu überleben, wirtschaftlich. Und ich finde das eine coole Sache, was da beschrieben wurde und der Nachwelt erhalten wurde. So, da haben wir noch ein paar Bilder vom Wohnwagen. Ach du Scheiße, im Schnee. Wer macht das denn? Also, der Innenraum, sorry, tut mir leid. Ich kenne den vom Wohnwagenbastei her, der war schon ganz heimlich. Also es war gemütlich, es hat ausgereicht. Ja, Flaschen, Gläser, Altpapier. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich als Jungpionier da ein bisschen unterwegs war. Ja, genau, mit dem Leiterwagen. Das war auch nicht mein eigener. Den habe ich mir auch irgendwo geborgt. Und in der Dresdner Altstadt war es halt so, oder Dresdner Neustadt. Altstadt ist okay, also Dresdner Neustadt habe ich gewohnt, dass mir da die Straßenzüge abgelaufen sind und so eine Art Klingelrutsche gemacht haben. Und natürlich Gläser, Altpapier gesammelt haben. Und es war manchmal ganz interessant, was so beim Altpapier so dabei war, wenn ich mich recht erinnere. Da war eine Westzeitung dabei, die habe ich meinen Eltern gegeben. Oder es waren Comics dabei, so wie Mosaik oder ach, das war der Knaller einfach. Du hast also ein Bündel genommen, du bist mit einer Oma da oder Opa in den Keller gegangen, hast da die Bündel rausgeholt aus dem Kellerverlies oder Verschlag. Und dann hast du Comics gesehen, Fix and Foxy oder wie gesagt, die DDR-Magazin, beziehungsweise das Comic Mosaik. Und dann da musstest du echt cool bleiben und sagen: Oh, nehmen wir mit. Aber zu Hause ist das Ding, ist das Paket auseinandergeflattert worden und haben wir es gelesen. Ja, und die Westzeitschriften, wie gesagt, die gingen an die Eltern. War schon cool im Tal der Ahnungslosen. Cool, naja. Vergessen wir es einfach. Nee, war eine schöne Zeit, vergesse ich einfach nicht. Und gutes. Und dann habe ich ja noch begriffen, warum sollst du denn den ganzen Blödsinn spenden, wenn du nicht, du gieriger Hengst, dir ein schönes Leben draus machen kannst. Kaugummis gekauft für das Zeug. Eine andere Oma hat ja noch gesagt, ob ich noch einkaufen würde für sie. Sie kam nicht mehr gut aus dem Haus und da bin ich halt zum Konsum gedackelt mit einer Wunschliste. Gab es in der Regel auch immer alles. Und als Dank gab es eine Mark oder 50 Pfennige. Dann hast du halt eine Schlagersüßtafel gleich mit reingeworfen in den Korb und gut war's. Also, das hat mir damals als Jungpionier vollkommen gereicht. Also, einkaufen für eine Tafel Schokolade. Das ist doch okay. So waren wir damals unterwegs. Wir hatten ja kein Internet und so großartig Fernsehen. Nee, 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 nee. Das passt schon. Also Flaschen, Gläser, Altpapier, nur in guten Erinnerungen eigentlich. Doch. Ja, man hat Haushalte, Menschen, Charaktere kennengelernt. Das war auch eine Art Lebensschule, sagen wir mal so.
Ich möchte es nicht missen. Nostalgie pur. Ich, ja, ne, gehen wir einfach weiter. Ich könnte noch stundenlang erzählen, da kommen jetzt gerade Sachen hoch, wo ich sage, alles wird gut. Einwandfrei, Freunde der Sonne. Kommen wir zu den Bauteilen. Echt, ich bin da hin und weg. Ich bin da ganz, naja. Raus und aus dem. Oh, was war das? Oh, gerade noch so mit dem Handkante Achselärmel aufgehalten. So, haben wir es geschafft. Datei. Junge, Junge, das sind auch Erinnerung pur. Also. Die Bedienelemente, die da noch reinkommen, bin ich mal sehr gespannt. Hier kommt der Tachometer rein. Hier war einfach nur bei unserem Auto einfach nur eine Blende. Meines Wissens mit Sachsenring, Trabi. Hier lag der Sternrekorder drin. Holzsternrekorder. Schauen wir noch mal rein. Und apropos Accessoires und so weiter. Ein Kollege hat sich mal hingesetzt. Ich habe ihn da mal ein bisschen angetriggert. Und dann war in dem Westen gab es das auch. Wie im Westen gab es das auch, habe ich dann gesagt. Die hatten natürlich den Wackeldackel. Das war mit Sicherheit von drüben. Aber die Klopapierrolle hatten wir auch. Echt? Wirklich? Er hat sich dann hingesetzt und hat mir mal so ein Design da für seinen 3D-Drucker geschickt. Also ich finde das echt. Goldig gemacht mit seiner gewellten Krempe. Ich blende es ein kurz. Schauen wir mal, ob wir das auch wirklich mal rausbringen zu Papier. Hätte ich jetzt was gesagt. Naja, ob wir das irgendwie zustande kriegen in diversen Farben. Also, Dr. M. Ich bin das Klopapier. Die Klopapierrolle. Alle Herrlich. wollen mich. Für mich. Alle benutzen einmal mich. bitte. Aber keiner kriegt Druck mich. sie aus, bringen sie raus. Und vielleicht machen wir ein Klopapier-Race, wo wir einfach sagen: Pass mal auf, mach's vier, fünf Mal, ich zahle den Scheiß. Machen wir eine Klopapier-Relais zu den Zeiten. Das wäre eine tolle, fantastische Sache, denke ich mal. Passt genau rein. In dem Sinne, schlag das Schwein. Okay, bauen wir ein Stück weiter. Wer Lust hat, schaut mir weiter zu. Ja, wir haben ja nicht so viel zu tun. Meine ich. Ah, Trabant, einfach nur lecker. Lecker, lecker, blecken, lecker, 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 blecken. So, ich schweife ab. Warum auch immer ich zu Haushalt. Werkzeugen kommen, kann ich euch nicht sagen. Oh, manchmal gehen die Gäule halt mit mir durch. Ach, wo sind die Gäule? Ich glaube, ich krieg so langsam einen Homeoffice-Collar. Danke. Oh, das war der Auftritt der Gäule, der Pferde. Wir schauen weiter. Was müssen wir denn heute machen? Die B-Schrauben auspacken, die Winkel anbauen und dann sind wir fast durch, nachdem wir den Tacho eingebaut haben und zentriert. Haben, 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 haben. Habele, habele, habele. Ich guck mal kurz. Alter Schwede, 120 Komma. Und dann gibt es die berühmt-berüchtigten LEDs. Wer weiß das noch? Versuch's mal irgendwie einzufangen. Eine grüne LED, das war der Blinker. Eine rote weiß ich nicht. Und ich meine, die blaue war das Fernlicht. Vielleicht war die grüne das Abblendlicht. Ja, Quatsch. Die rote weiß ich nicht. Nee.
Handbremse. Die grüne war der Blinker. Meine ich. Und stilungerecht baue ich erstmal schnell den Tacho ein. Ich habe da Bock zu. So, mit dem komischen Bipus dahin. Das ist mir eigentlich egal, ob das jetzt im Handbuch drin steht. Bau erst das und bau erst das. Das ist mir Wurst. Ich mache das jetzt einfach. So. Dann haue ich das Ding da drauf. Wie rum? Ich denke mal so rum. Und dann schrauben wir das fest. Und wir wollen hoffen, dass da noch eine LED reinkommt. So. Jo, bin ganz geflasht von dem Teil. Wirklich, ehrlich, wenn ich jetzt noch wüsste, eine BP-Schraube, die kleine. Na gut, dann machen wir das. Eine Berta Paula-Schraube. Oh. Jetzt eiern wir aber rum. Ich hätte gedacht, das macht irgendwie Schnapp, aber das ist wirklich ein bisschen ein Geduldsspiel. Ich gucke bloß nochmal, ob ich es irgendwie falsch ansetze oder so. Das ist aber nicht der Fall. Dann müssen wir das halt so drauf schrauben. Muss gucken, wo der Fokus ist. Da vielleicht. Oder ja, genau, vor lauter Fokus verliere ich natürlich das Ding hier. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, der dritte Schraubenzieher hat jetzt geholfen. Legt das Ding einfach an das Plastikteil, was dann hier nicht stimmt und passt. Später, naja, sieht es dann so aus. Alles wird gut sozusagen. Ich habe mich ein bisschen zu sehr hier konzentriert. Macht nichts, macht einfach nur das Ding da dran und dann passt das. So. Das war wieder der ganzen Geschichte vorgegriffen, weil wir sollten eigentlich die Winkel vorher dran machen. Jetzt gucke ich mal, ob man da was falsch machen kann. Ich glaube eher nicht. Gucken. Oben der Winkel, unten der Winkel. Die Längsseite, also die nach hinten die Seite müsste, ja, da kann nichts passieren. Da geht nichts und das ist. Ja, kann man nicht viel falsch machen. Das muss passen. Und wenn nicht, dann wird es passend gemacht. Hier die Schraube. DB muss da rein.
Anders kann es nicht sein. Viel mehr Schrauben habe ich nicht. So. Und dann geht das fest. So. Passt doch. Wunderbar. Ha. Und dasselbe machen wir hier. Auf der Seite. Räumen wir noch die Schraube. Ob es jetzt hält oder nicht, ist ja wurscht. Ha! Mach doch. So. Okay. Da dran, so wie die Wölbung ist, hält nicht von selbst. Ah, Linkshänder, scheiße echt. Das ist an der Seite irgendwie doof. Ich muss das irgendwie so machen. Das funktioniert nicht. Also über Kopf. So. Hat Spaß. Ist Spaß. Aber gut. Für eine Woche ein bisschen wenig zu bauen. Aber trotzdem, man geht an die Grenze des Belastbaren. Ja, leck mich. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nochmal ansetzen. Hält nicht. Schraube fällt ab. Bin ich im Bild? Ah, Leute. Ohne Video bauen kann jeder. Aber das Ding da aufnehmen, oh, das ist nicht so einfach. So, aber umso schöner ist, wenn man es geschafft hat. Und vielleicht sogar noch im Bild geblieben ist. Kante, 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 Kante. Tacho. Und jetzt fehlt noch der Aschebecher. Ja, den setzen wir jetzt auch drauf. Einfach so. Ist ja klar. Warum nicht? Einmal so ein breiter Pippus und einmal so ein schmaler. Und dann geht's ab. Oder auch nicht. Es ist schade, dass der nicht zu kippen ist, so zum Hochklappen. Ich meine, der war auch innen grau, silbrig. Mein Vater hat genug reingeascht da drin und mein Großvater. Vielleicht lassen wir uns noch was einfallen, dass wir den irgendwie kippbar machen. So aufschwenkbar. Mit Silbergrau drin. Müssen wir gucken. Ja. Das war es dann auch schon mit der Folge. Jetzt haben wir uns erwischt. Folge 11 war das, ne? Alles wird gut. Bin gespannt, wann die nächste Folge kommt, aber schönes Teil trotzdem. Ne, gefällt mir trotzdem. Der Tacho, das, wenn das dann noch beleuchtet ist, fantastisch. Gut. Das soll es gewesen sein, euer Metasomix, sagt Churches, und ich bin in Erinnerung gefangen. Jupp. Altpapier, Flaschengläser, Altpapier. Churches, euer Metasomix.